Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum diesjährigen digitalen Landesfinale von Jugenddebattiert in Ungarn. Ich heiße Erla Fazekas und bin Landessiegerin aus 2019. Seitdem bin ich als Projektorin tätig und werde Sie durch die heutige Veranstaltung begleiten. Ich begrüße zuerst besonders herzlich unsere Ehrengäste, die sich nun mit einem Grußwort an Sie richten werden. Hören wir zuerst Katja Dollmann, die Kulturreferentin der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Ungarn. Sie haben das Wort. Danke, liebe Ella. Liebe Debattantinnen und Debattanten, liebes Organisationsteam, liebes Juroren- und Moderationsteam, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie ganz herzlich zum heutigen Landesfinale von Jugend debattiert in Ungarn willkommen heißen. Mein Name ist Katja Dormann und ich bin Referentin für Kultur und Bildung an der Deutschen Botschaft in Budapest. Das heutige Finale findet in einem ganz besonderen Format statt. Manche von uns sind hier im Goethe-Institut in Budapest, aber viele Mitwirkende und Sie, liebe Zuschauer, sind uns online zugeschaltet. Und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich über die Einladung zum Landesfinale von Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa und möchte im Namen der Deutschen Botschaft zunächst einmal allen Unterstützern dieses Wettbewerbs danken. Besonders möchte ich hier das Goethe-Institut nennen sowie die Hertie-Stiftung und die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, die es möglich machen, Jugend debattiert auch in die Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas zu bringen und damit international zu machen. Eine besondere Anerkennung gilt dem Projektteam, das es geschafft hat, auch unter der Herausforderung der Covid-19-Pandemie diesen Wettbewerb durchzuführen und bis zum Finale zu bringen. Vielen Dank an Frau Tündischer-Lakta und ihr ganzes Team. Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, haben es geschafft, sich in den lokalen Auswahlrunden in den Schulen in ganz Ungarn durchzusetzen und für das heutige Landesfinale zu qualifizieren. Und das unter erschwerten Bedingungen in diesem ganz ungewöhnlichen Jahr. Das ist eine bewundernswerte Leistung, denn Sie stellen sich diesem Wettbewerb nicht in Ihrer Mutter, sondern sogar in einer Fremdsprache. Hut ab vor Ihrem Können und vor Ihrem Mut. Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Kommunikationsfähigkeit und Überzeugungskraft. All das braucht man für eine gute Debatte. Aber natürlich gibt es da noch viel mehr. Man muss zuhören können, seinem Gesprächspartner mit Respekt begegnen und offen für gegnerische Argumente sein. Streitbar, aber dennoch respektvoll und offen. So kann eine Auseinandersetzung in einer demokratischen Gesellschaft gelingen. Konstruktiv bleiben und sich gegenseitig Raum geben in der Diskussion, aber auch Widerspruch oder Meinungsunterschiede aushalten. Das macht eine Demokratie aus. Und mit dieser Haltung kann es auch gelingen, Kompromisse und neue Wege und Lösungen zu finden. Die Rede- und Meinungsfreiheit gibt uns die Möglichkeit, jederzeit und ohne Angst vor Repressalien unsere Gedanken frei und offen auszudrücken, für unsere Position zu werben und der Meinung anderer zu widersprechen. Sie gehört damit zu den größten Privilegien in einer Demokratie und ist ein wesentlicher Ausdruck unserer Bürgerrechte. Mit Ihrer Teilnahme an Jugend debattiert stellen Sie unter Beweis, dass Sie diese Grundsätze mit großem Engagement beherzigen. Ich wünsche nun allen Teilnehmenden viel Erfolg bei der heutigen Finaldebatte. Die Fragestellung ist eine ganz aktuelle, die in diesem Jahr angesichts von Abstand halten und Kontaktbeschränkungen schon viele von uns beschäftigt hat. Soll in Ungarn ausschließlich bargeldlos bezahlt werden? Ich bin überzeugt davon, dass Sie uns viele schlagkräftige Argumente präsentieren werden und freue mich auf eine lebhafte Debatte. Abschließend möchte ich nochmals allen Beteiligten für ihr Engagement danken. Ich finde es großartig, dass der Wettbewerb auch in diesem Jahr trotz der großen Einschränkungen stattfinden kann. Und ich wünsche Ihnen und uns allen eine gute Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Gedanken, Frau Dormann.
Das nächste Grußwort überbringt uns Helke Neyens, die Fachberaterin der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in Ungarn. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Liebe Debattantinnen und Debattanten, liebe Jury, liebe Moderatorin, liebe Organisatoren, liebe Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte Damen und Herren an den Bildschirmen. Mein Name ist Heike Neyens. Ich bin Fachberaterin für Deutsch für die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen hier in Budapest. Ich begrüße im Namen der Partner, die das Projekt Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa gestalten. Hier in Ungarn unterstützt uns die Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank an den Leiter des Auslandsbüros, Herrn Spengler, und sein Team. Die internationalen Partner sind zum einen die gemeinnützige Hertie-Stiftung, die als einen Schwerpunkt ihres Wirkens hat, die Demokratie zu stärken. Einem der Ziele von Jugend debattiert. Lieber Herr Kemmann, ich hoffe, Sie hören und sehen uns. Weiterhin das Goethe-Institut, das uns hier vor Ort in Budapest die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass dieses Online-Finale heute durchgeführt werden kann. Vielen Dank an alle Beteiligten im Team Goethe-Institut. Namentlich erwähnen möchte ich die Landeskoordinatorin Tünde Schalakta. Last but not least ist die ZFA-Projektpartner. ZFA ist kurz für Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. An dieser Stelle mein Gruß nach Deutschland an Frau Stefani, die Projektverantwortliche der ZFA. Die Debattantinnen und Debattanten, die wir heute verfolgen dürfen, werden in der Regel an einer vom Goethe-Institut oder der ZFA betreuten Schule durch ihre Lehrkräfte an das Format Jugend debattiert herangeführt. Vielen herzlichen Dank an Sie, liebe Lehrkräfte, für Ihr großes Engagement. Und vielen Dank an alle Schülerinnen und Schüler, die sich auf das Abenteuer eines argumentativen Wettstreits einlassen. Und nun ein paar Zahlen, die den Erfolg des Programms eindrücklich zeigen. Beginn des Formats Jugend debattiert international war 2005 mit den Ländern Polen und Tschechien. 2007 fand dann das erste internationale Finale statt, mit dann schon 5 beteiligten Ländern. Und 2010 ist Ungarn beigetreten. Ja, wir haben dieses Jahr 10-jähriges Finale. Na, Jubiläum. Und 10 Landesfinale und internationale Finale natürlich. Doch leider müssen Feiern, zu denen die Jugend debattiert Familie an einem Ort zusammenkommt, wegen der Corona-Pandemie in den Hintergrund treten. Bis 2020 ist Jugend debattiert in unserer Region auf 14 Länder aufgewachsen und hat sich in der Zwischenzeit auch auf andere Länder und Kontinente ausgeweitet, zum Beispiel Südamerika, China, Italien. Jährlich nehmen an Wettbewerb in Mittelost- und Südosteuropa ca. 3000 Schülerinnen und Schüler teil. Es gibt mehr als 400 Lehrkräfte, die in das Projekt eingebunden sind und 200 beteiligte Schulen. Aber nun genug der Vorrede. Begrüßen Sie mit mir die Debattantinnen und Debattanten, die sicher schon gespannt und ein wenig nervös auf ihren Auftritt hier warten, die Jury und noch einmal die heutige Moderatorin, Jugend debattiert Alumna Ella Fasekasch. Vielen Dank an Sie auch, Frau Neyens. Unser Plan für die heutige Veranstaltung sieht so aus, dass die Finaldebatte um 11.30 Uhr losgeht. Dann ab 12 Uhr beginnt die Jury ihre Beratung. In dieser Zeit können Sie hier spannende Interviews anhören. Danach gibt die Jury ihre Rückmeldung um 12.20 Uhr und um 12.30 Uhr beginnt die Siegerehrung. Das Projekt Jugend debattiert ist der einzige deutschsprachige Debattierwettbewerb in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, an dem Schülerinnen und Schüler aus 14 Ländern teilnehmen. Ungarn schloss sich dem internationalen Wettbewerb im Jahre 2010 mit der Teilnahme von 8 Schulen an. Zurzeit nehmen aber schon 16 Schulen an dem Projekt teil. Also dieses Jahr ist nicht nur darum besonders, weil Sie heute das erste Online-Landesfinale anschauen können, sondern weil Ungarn jetzt das 10. Jubiläumsjahr feiert.
Jugendbasiert in Mittelost- und Südosteuropa ist ein Projekt des Goethe-Instituts, der gemeinnützige Hertie-Stiftung und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. In Ungarn wird das Projekt durch die Hans-Albert-Stiftung, durch Konrad-Adenauer-Stiftung, Emil-Emal-CRT, Landesselbstverwaltung der Ungarn-Deutschen, Andrássy-Universität Budapest, E.ON Hungária und Ministerium für Humanressourcen gefördert. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Nach den Begrüßungen nähern wir uns der Debatte. Aber das Format der Debatte bei Jugenddebattiert ist besonders streng. Ich erkläre Ihnen kurz, welche Regeln es gibt. Die Debatte hat drei Teile. In der Eröffnungsrunde spricht jeder Debattant, jede Debattantin 2 Minuten lang und in diesem Teil haben Sie dazu eine festgelegte Redereihenfolge. Pro 1 beginnt, dann Kontra 1, danach Pro 2 und dann Kontra 2. Nachdem Kontra 2 die Eröffnungsrede beendet hat, kommen wir zu dem nächsten Teil der Debatte, der freien Aussprache. Wie der Name schon sagt, gibt es hier keine festgelegte Redereihenfolge. Die Debattanten und Debattantinnen können frei argumentieren. Dazu haben sie 12 Minuten Zeit insgesamt. Danach folgt die Schlussrunde, in der wieder jeder Debattant, jede Debattantin 1 Minute Zeit hat, in der festgelegten Reihenfolge ihre Schlussworte zu sprechen und ihre Positionen zu bestätigen. Da die Zeit bei diesen Debatten eine sehr wichtige Rolle spielt, haben wir hinter dem Computer einen Zeitwächter oder eine Zeitwächterin, der oder die 15 Sekunden vor dem Ablauf der Redezeit und bei dem Ablauf der Redezeit die Debattanten warnt. Für die Einhaltung der Redezeit ist heute als Zeitwächterin Simonette Fockli, Alumne aus dem Deutschen Nationalitätengymnasium, dabei. Für die Bewertung der Debatte ist und für die Entscheidung des Ergebnisses ist der 5-köpfige Jury-Team verantwortlich. Die Juryvorsitzende ist heute Karla Karlaczkova, Projektlehrerin der Deutschen Schule Prag. Und die Jurymitglieder sind Eckart Steinhoff, Projektlehrer in dem Petőfi-Gymnasium in Bonyhád, Tünde Taxner, Alumne aus der Deutschen Schule Budapest, Grega Ferenc, Alumnus bei Jugenddebattiert Slowenien und Kamil Polanski, Alumnus bei Jugenddebattiert Polen. Dann kennen wir nun sowohl die Regeln als auch die Jurymitglieder. Es fehlen nur noch die Finalisten, Finalistinnen. Schaltet bitte jetzt eure Kameras ein. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Eure Positionen wurden vor 30 Minuten ausgelost. Ich mache jetzt aber diese auch den Zuschauern bekannt. Auf Pro 1 debattiert heute Nora Biela aus dem Karinthi-Gymnasium Budapest. Auf Kontra 1 debattiert heute Sándor Sipos aus dem Gymnasium PTA Babic aus Pécs. Pro 2 vertritt heute Zsófia Kállay aus dem Ungarn-Deutschen Bildungszentrum Baja. Und Kontra 2 vertritt heute Máté Nagy aus dem Neumann-Gymnasium Eger. Ja. Herzlichen Glückwunsch an euch alle vier. Ihr solltet in diesem Jahr auf eine andere Art und Weise trainieren und debattieren, aber ihr habt es geschafft und seid die viel besten des Jahrgangs. Damit die Debatte nicht gestört werden kann, bitte ich jetzt alle Anwesenden noch einmal, sich noch stumm zu schalten. Liebe Finalisten, liebe Finalistinnen, seid ihr bereit? Wenn ja, dann würde ich die diesjährige Landesfinaldebatte eröffnen. Das Thema der Debatte lautet, soll in Ungarn ausschließlich bargeldlos bezahlt werden? Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg bei der Debatte. Seit Jahren amüsieren wir uns auf Festivalen ohne Bargeld. Wir sind total verblüfft, wenn wir keine Möglichkeit haben, mit Karte zu bezahlen. Karte ist immer dabei und ist praktisch und sicher. Das Bargeld hat nicht nur an seiner Funktion verloren, sondern bedeutet gesundheitliches Risiko auch. Besonders in den heutigen Zeiten. Heute, wenn wir sogar mit unserem Handy bezahlen und überweisen können, stellt sich die Frage logisch, ob in Ungarn ausschließlich bargeldlos bezahlt werden soll. Unter bargeldlosen Zahlungsverkehr verstehen wir Zahlungen ohne Bargeld. Hier erfolgt die Transaktion direkt von Konto zu Konto, meistens über Überweisungen oder online.
Nach unserem Vorschlag soll die Abschaffung des Bargeldes nach staatlichen Gesetzen eingeführt werden. Ab 2021 bis 2022 würden in allen Bereichen der Wirtschaft und des Handels Postterminale auflagert. Der Aufbau dieses Systems soll aus dem Ausfall der Bargeldhaltungskosten finanziert und staatlich unterstützt werden. Ausschließlich bargeldlos bezahlen bedeutet, dass ab 2025 das Existenz des Bargeldes ganz verschwunden werden soll. Das Bargeld im Umlauf zu halten, bedeutet für die Stadt hohe Kosten, weil man für zahlreiche Angelegenheiten bzw. für die Herstellung, für die Lieferung oder für den Schutz vor Fälschungen zahlen muss. Diese Kosten liegen jährlich zwischen 400 und Lachte László Balogh, der stellvertretende Staatssekretär des Finanzministeriums. Meiner Meinung nach lohnt es sich wirklich nicht, dass man so viel Geld für das Bargeld ausgibt, wenn heute alles schon elektronisch möglich ist. Deshalb spreche ich mich heute ganz deutlich dafür, dass in Ungarn ausschließlich Bargeld... Nuri, wie du erwähnt hast, dass ab 2025 das Bargeld ganz verschwunden werden soll. Ich möchte dir fragen, dass, weil du deinen Vorschlag an die Coronavirus-Pandemie unterstützt hast, sollte nach dem Virus die Bargelder auch benutzt werden oder nicht? Und du hast auch erwähnt, dass ein Gesetz sollte geändert werden. Ich würde fragen, welches Gesetz es pünktlich wäre. Und du hast auch nicht erwähnt, wie diese Maßnahme durchgeführt werden sollte. Also wie würden alle Bürger in Zeit von dieser Maßnahme Informationen bekommen, so schnell wie möglich. Und du hast auch gesagt, dass Karten sicherer wären. Damit hast du teilweise recht, aber es können viele technische Probleme geben, weil die Strom- oder Internetleistung, die Dienstleistungen sind nicht immer die sichersten. Und ich denke, dass fast wir alle haben schon damit mehrmals getroffen, dass in die Geschäfte die POS-Terminale nicht funktionieren oder die Kartenzahlung ist nicht immer erreichbar in vielen Plätzen. Und du hast auch erwähnt, dass in einem Jahr an allen Geschäften oder an allen Plätzen, wo man zahlen soll, POS-Terminale werden da geliefert und dargestellt. Aber ich würde dir fragen, dass welche Firma sollte es machen und von welchen finanziellen Unterstützung. Und ich habe eine Statistik von Bursus-Institut gelesen, dass es hat 8% mehr Bargeld von ATMs abgehoben in den letzten Jahren. Und deshalb denke ich, dass wir sollten den bargeldlosen Zahlung nicht einführen in Ungarn. Sonny, du hast viele Fragen und ich beantworte sie jetzt. Deine erste Frage war, was ist nach dem Virus oder warum wir nach dem Virus diese Maßnahme einführen wollen? Also es wird ab 1. Januar 2021, wenn jemand das machen will, dann während dieser Corona-Zeit kann es auch wir geben die Möglichkeit. Aber dieses Gesetz wird nur in 2025 in Kraft treten, weil wir eine Umlaufzeit machen möchten wegen der Rentner und die Kinder. Also ja, und wie würden wir informieren den Leuten? Es wird eine Aufklärungskampagne, zum Beispiel in den Fernsehen, es wird, werden Videos und so weiter. Und also in diesen 3 Jahren können jeder Informationen darüber bekommen. Und du hast noch gefragt oder gesagt, dass in den Geschäften diese POS-Terminale oft nicht funktionieren. Aber laut Lajos Barta, er ist der geschäftsführende Direktor der Ungarischen Nationalbank, er sagte, dass es technisch gar kein Problem ist und dass innerhalb 1-2 Jahren durchgeführt werden kann.
Und aus diesem Grund spreche ich mich ganz klar dafür aus, dass in Ungarn ausschließlich bargeldlos bezahlt werden sollte. Ja, also Zsófi, du hast ein paar Fragen beantwortet und ich hätte noch ein paar Fragen. Du hast erstens gesagt, dass diese Maßnahme soll bis 2025 eingeführt werden. Aber das möchte ich noch fragen, weil wir haben auch von Lajos Bart erfahren, dass diese Veränderung mindestens 10 Jahre brauchte. Und also wir denken, dass es zu kurz, diese 4 Jahre zu kurz werden. Und du hast auch erwähnt, dass es eine Aufklärungskampagne für die Rentner gab. Aber wir bezweifeln das, weil es natürlich Menschen gibt, die kein TV schauen und oder zum Beispiel nicht genug TV schauen, um diese Kampagne zu sehen. Also wir möchten wissen, was mit diesen Menschen passieren wird. Und daneben hast du erwähnt, dass die technische Infrastruktur für den POS-Terminalen gut ist und es keine Probleme geben wird. Aber damit hast du nur teilweise recht, weil der Strom kann natürlich immer ausgehen. Und das ist nicht der Fehler von den Banken, nur für das allgemeine Infrastruktur und dagegen können wir nichts machen. Und daneben denken wir auch, dass es ein sehr großes Problem mit Privatsphäre von Menschen gibt, weil wenn wir für alle mit Karten zahlen, dann kann die Ministerium oder die Polizei alle Transaktionen, die wir machen, sehen. Und natürlich, das magen nicht alle Menschen. Und deshalb spreche ich mich ganz dafür, dass ganz dagegen, dass in Ungarn nicht ausschließlich bargeldlos bezahlt werden sollte. Also Marti hat uns erwähnt, dass die Zeit, wann wir dieses Gesetz einführen möchten, ist nicht genug, eine solche Veränderung einzuführen. Aber wir denken, wenn wir eine Umlaufzeit dafür geben, dann die Menschen können sich dazu gewöhnen. Und außerdem nicht nur in den TV oder in den Sendungen wären Aufklärungen, sondern ein paar Stunden würden darüber auch in der Schule diskutiert, so die Kinder und die Menschen eine verbreitete Sichtweise über dieses System bekommen können. Außerdem hast du uns die Anonymität erwähnt. Wir haben auch Alternativen, wie man sein Geld in den Banken oder in diesem System anonym verhalten kann. Es gibt Kryptowährungen. Und wenn man sein Geld in Kryptowährung investiert, kann das anonym bleiben. So ist zum Beispiel Bitcoins. Deshalb bin ich dafür, dass bargeldlos bezahlt werden eine gute Möglichkeit für die Zukunft werden könnte. Nuri, du hast erwähnt, dass ihr würdet eine Umlaufzeit fürs bargeldlose Gesellschaft geben. Aber ich würde dir fragen, dass macht es Sinn, ist es sinnvoll, dass wir 5 Jahre warten mit dieser Maßnahme, wenn in Zeiten von Covid alle Tage zählen und wenn wir 5 Jahre warten, dass diese Maßnahme wird keinen Effekt haben von dem Aspekt der Gesundheit, so es macht für mich keinen Sinn. Und ich möchte Mati auch unterstützen und auch ergänzen, dass diese Maßnahme sollte auch in 10 Jahren umlaufen und wie Herr Lajos Bart, der Expert von Ungarischer Nationalbank, erwähnt hat, es gibt eine sehr starke und schnelle natürliche Steigerung in den Anzahl der Kartenzahlungen und in 10 Jahren würde mehr als die Hälfte der Zahlungen schon in digitalen Methoden durchgeführt werden. Und ich denke, dass es würde besser die natürliche Steigerung weiter unterstützen und nicht mit einer klaren und so schnellen Gesetz es einschränken sofort. Deshalb denke ich, dass wir sollten jetzt und in 5 Jahren die bargeldlose Gesellschaft nicht verwirklichen. Du hast hinterfragt, ob es sinnvoll ist, 5 Jahre zu warten. Aber wir möchten betonen noch einmal, dass es für die Rentner ist. Und wenn jemand möchte, kann
2021 nur mit Karten zahlen. Das möchten wir, da das in den Gesellschaften keine Probleme gibt. Also bis wir warten 5 Jahre. Und du willst, dass diese natürliche Steigerung, also in jedes Jahr immer mehr Leute mit Karten bezahlt. Ja, in diesen 5 Jahren wird das auch steigen. Und bis 2025 werden viel mehr Leute mit Karten zahlen und dann 2025 nur mit Karte zahlen. Wir möchten diesen Prozess nur schneller machen. Ja, Jofi, du hast wieder erwähnt, dass diese Umlaufzeit wirklich klappen will und damit können wir zustimmen. Und ich glaube, dass wir dieses Thema schon ausgesprochen haben. Also ich möchte ein neues Argument erwähnen und das wäre, dass wenn wir alle mit Karten zahlen, dann wäre das Gefahr der Verschuldung sehr hoch. Also zum Beispiel Menschen, die nicht gut mit dem Geld umgehen können, hätten einen sehr großen Gefahr, ihrem oder seinem Geld auszugeben. Und das würde natürlich nicht gut für unsere Gesellschaft, weil dann würden mehrere arme Menschen sein und sie brauchten auch Unterstützung vom Staat. Und wir werden mehrere Probleme auftauchen lassen als Probleme, die wir lösen. Ich stimme dir zu, dass Verschuldung ein sehr großes Problem ist. Aber meiner Meinung nach, dass man kann sich verschulden auch ohne Karte, einfach mit dem Geld. Ein weiteres Problem wäre, was der US-amerikanische Ökonom Kenneth Rogoff auch behauptete, dass Bargeld öfter für illegale als legale Geschäfte benutzt wird, wie zum Beispiel für Waffenhandel, Drogenhandel oder illegale Prostitution wird auch vom Bargeld finanziert. Und wenn kein Bargeld existieren wäre, dann könnten diese kriminelle Aktivitäten eingeschränkt werden, das unser gemeinsames Ziel ist für eine gute und gut funktionierende Gesellschaft. Nuri, du hast erwähnt, dass die illegale Handel in Bargeld geschieht, aber damit bin ich nicht einverstanden, weil ein Beispiel dafür ist, dass die HSBC Bank in China hat mehrere Jahre mit Drogen gehandelt und da waren digital in Bank diese Transaktionen durchgeführt und da waren auch Kriminalitäten. Jetzt haben wir von den Aspekten Geld und Wirtschaft gesprochen, aber wir sollten auch psychologischen Aspekt einbringen und das ist mit Kindern und die Rentner. Also die Kinder würden es nicht lernen, wie man mit Geld umgehen sollte, wenn sie kein Bargeld in den Händen halten könnten und sie könnten den Wert des Geldes nicht bestimmen, wenn sie wissen gar nicht, was Geld eigentlich ist. Also sie würden es nicht wissen von Bankkontos, die Kleinkinder. Und auch die alten Menschen würden es nicht schaffen, digital zu zahlen an allen Plätzen. Deshalb denke ich, dass wir sollten keine bargeldlose Gesellschaft und wir sollten nicht bargeldlos zahlen. Nur ein kurzer Satz. Also Geld ist eine Fiktion, woran wir nur glauben. Wir brauchen in den heutigen Zeiten, wo die Technologie so entwickelt ist, kein Geld. Die Kinder können mit Spielkarten oder einfach mit Gesprächen mit Eltern oder Lehrern in der Schule, wie auch erwähnt haben, den Wert des Geldes erlernen. Und dazu brauchen wir kein echtes Material, weil die Herstellung zum Beispiel der Münzen und Scheinen auch umweltfreundlich ist, was wir ein sehr starkes Argument halten. Als Ergänzung möchte ich noch sagen, dass 80% der Leute in Schweden schon mit Karten bezahlen. Und ich habe nie gelesen, dass in Schweden sowas ein Problem wäre, dass die Kinder mit dem Umgang mit Geld nicht lernten. Jofi, du hast gesagt, dass in Schweden die fast bargeldlose Gesellschaft und die bargeldlose Zahlung funktioniert.
Damit bin ich einverstanden, weil sie es schaffen können, aber trotzdem zahlen viele Menschen mit Bargeld. Und wir sollen auch daran denken, dass es eine schöne Tradition ist, dass wir den Bargeld haben. Also man braucht den Bargeld in vielen Situationen, wenn die Kartenzahlung nicht möglich ist oder es gibt technische Probleme, dann braucht man den Bargeld. Es ist in Ordnung, wenn man in den meisten Fällen mit Karten zahlt, aber wir brauchen trotzdem den Bargeld. Shani, ja, also ich möchte Shani damit ergänzen, dass Schweden ist ein schönes Beispiel, da kann ein schönes Beispiel sein, weil sie wirklich 80% der Bezahlungen mit Karten schaffen. Aber wir müssen auch daran denken, dass Ungarn nicht so modern und so und die Menschen sich akzeptieren solche neue und moderne Methoden nicht ganz wie in Schweden. Also wir denken auch noch, dass es in Ungarn nicht klappen wird. Ich möchte auf dich, Shani, reagieren. Du hast gesagt, dass es eine Tradition ist. Aber ich denke, wir leben schon in einer digitalen Welt. Das ist Digitalisierung. Und wir müssen mit der Mode gehen. Als ein neues Argument möchte ich ins Spiel bringen, die Verfügbarkeit. Wenn wir daran denken, wenn wir etwas Teures kaufen möchten, wie zum Beispiel ein Auto oder eine Wohnung, ist es manchmal unmöglich, eine Menge des Bargelds mitzubringen, was genug wäre. Deshalb ist viel einfacher, nur eine Karte mitbringen oder unser Handy und einfach überweisen oder mit Chipkarten zu bezahlen. Aus diesem Grund denken wir, dass wir immer auf die Zukunft denken müssen und uns darauf konzentrieren, was die Beste ist für unsere Gesellschaft und für unsere Zukunft. Nuri, du hast erwähnt, dass es ist in einigen Fällen unmöglich, so viel Bargeld bei dir zu haben. Das ist nicht immer wahr. Du kannst in einigen Fällen, wie zum Beispiel beim Haus kaufen, es geschieht ein oder zweimal im Leben. Also deshalb sollten wir den Bargeld nicht abschaffen. Und wir sollen auch daran denken, dass in den letzten Jahren die Missbräuche mit den Bankkarten haben mit 147% angestiegen. Und es ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Und deshalb denke ich, dass die Bankkarten auch diese Gefahren haben. Und deshalb denke ich, dass wir den Bargeld nicht abschaffen sollten. Ja, ich möchte Shani damit noch ergänzen, dass er hat gesagt, dass wir bei diesem Hauskauf den Geld getrennt holen können. Und er hat damit natürlich recht. Und ich möchte noch sagen, dass wegen diesem einen Grund sollen wir das Bargeld nicht abschaffen, weil sie haben recht, dass es unbequem sein kann, wenn man mehrere Millionen Forint holen muss. Aber wir müssen nachdenken, wie viel Unbequemheit wir für den ganzen Gesellschaft, wie unbequem es für den ganzen Gesellschaft wäre, wenn wir kein Bargeld hätten. Und ich glaube, dass dieser Grund ist nicht genug, dass wir den ganzen Bargeld abschaffen oder untersagen. Also Martin hat uns erwähnt, dass das Komfort, dass wir kein Bargeld haben, ist wichtiger für unsere Gesellschaft und dass wir uns schneller und bequemer bezahlen möchten, ist kein Grund dafür, dass wir die Bargeld abschaffen. Ein neues Argument wäre, dass in Ungarn die Menschen in der Zeit der Coronavirus mehr mit Karten bezahlen hatten. Wir denken, dass die Gesundheit der Menschen wichtiger als gesundheitliche Gründe ist. Heute haben wir über viele Themen gesprochen, die im Bargeld-Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel Gesellschaft, Gesundheit, finanzielle Gründe. Und die andere Seite hat uns erwähnt, dass die Menschen haben eine feste Bindung zum Bargeld und Ungarn noch nicht genug entwickelt ist, eine solche Gesetz einzuführen. Unserer Meinung nach, dass wir auf immer die Zukunft konzentrieren sollen und unsere Gesundheit vor uns halten. Und während der Corona-Zeiten es wichtig wäre, ohne Kontakt zahlen zu können.
Außerdem denken wir, dass die Kosten so hoch sind, dass es lohnt sich nicht auf dauerhaft. Deshalb denken wir, dass in Ungarn bargeldlos bezahlt werden soll. Deshalb spreche ich mich dafür, dass in Ungarn ausschließlich bargeldlos bezahlt werden soll. Heute haben wir die Frage gestellt, ob in Ungarn ausschließlich mit Bargeld bezahlt werden sollte. Wir waren einig, dass die Coronavirus sehr gefährlich ist und man kann und sollte auch dagegen etwas tun mit den Bezahlungen. Die Pro-Seite hat erwähnt, dass wir mit der Zukunft und Digitalisierung etwas den Schritt halten sollten. Für mich das entscheidende Argument war, dass wir sollten die Gesundheit, die psychologische Gesundheit der Kinder vor Augen halten sollten und man soll den Bilanz ziehen, ob die wirtschaftlichen und monetarischen Aspekte der Parlament und der Nationalbank wichtiger sind oder die Bequemheit der Rentner und der jungen Kinder sind. Und für mich ist es entscheidend, dass wir sollten an die Staatsbürger denken. Deshalb denke ich, dass in Ungarn nicht ausschließlich mit Bargeld bezahlt werden sollte. In unserer heutigen Debatte ging es um die Frage, soll in Ungarn ausschließlich bargeldlos bezahlt werden. Wir haben über diese Umlaufzeit ohne Kontakt zu zahlen Tradition gesprochen. Für mich ist es entscheidend, dass wir in einer digitalen Welt leben und wir können es nicht vermeiden. Es ist Digitalisierung und wir müssen mit der Mode gehen. Und aus diesem Grund spreche ich mich ganz klar dafür aus, dass in Ungarn ausschließlich bargeldlos bezahlt werden sollte. Heute haben wir über das Thema bargeldlose Bezahlung debattiert und wir waren darin einig, dass diese Veränderung den Corona-Pandemie nicht so gefährlich machen würde. Und die Pro-Seite hat erwähnt, dass diese bargeldlose Bezahlung würde sehr nützlich, weil so den Schwarzmarkt so vernichtet werden könnte. Aber die entscheidende Argument für mich war, dass diese Veränderung für unsere Gesellschaft in Ungarn zu unbequem würde. Und deshalb spreche ich mich ganz dagegen, dass in Ungarn ausschließlich bargeldlos bezahlt werden sollte. Das war die Landesfinaldebatte des Jahrgangs 2020 in Ungarn. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Wir schicken jetzt die Jury zur Beratung. Solange die Jury sich zur Beratung zurückzieht, hätte ich einige Fragen an euch. Ihr habt eure Positionen kurz vor der Debatte per Los zugewiesen bekommen. Es kann oft vorkommen, dass man als Anwalt eine Position debattieren soll, die nicht der eigenen Meinung entspricht. Nora, was ist deine persönliche Meinung zum Thema? Solltest du heute vielleicht gegen deine persönliche Meinung debattieren? Also meine persönliche Meinung ist, dass also ich zahle mit Karte persönlich auch sehr viel. Aber ich denke, dass Bargeld auch nötig ist. Ja, Karte ist schneller und bequemer, aber es ist unsere Freiheit und unsere freie Entscheidung, wie wir bezahlen möchten und wer über unsere Zahlungen und Ausgaben wissen darf. Und wenn wir nur mit Karte bezahlen, dann es wird von vielen sich gesehen und vielleicht möchte ich anonymer bleiben. Danke. Und Shando, wie hast du dich auf der Kontraposition gefühlt? Ich habe mich sehr gut gefühlt, weil ich konnte meine eigene Meinung auch in die Debatte einbringen, weil ich bin gegen diese Maßnahme. Und ich, so habe ich Glück gehabt, dass ich Kontraposition gelost habe. Und es war eine sehr lebendige Debatte, denke ich. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ja, danke, ich freue mich. Sophia, gibt es eine Position, auf der du besonders gerne debattierst? Das ist eine gute Frage. Ich debattiere gerne auf Pro 1 und Contra 1, aber heute war ich Pro 2, aber das war auch gut. Also ich habe mit dieser Position auch keine Probleme.
Ja, du hast es gut geschafft. Und Mati, als Konzert 2 hast du immer das letzte Wort, also bei den Eröffnungs- und Schlussrunden. Wie fühlst du dich in dieser Position? Ja, also ich meine, dass die Position in einer Debatte ist nicht so wichtig, wie viele Menschen denken. Also man kann viel schaffen, auch als Contra 2. Also das hat mich ganz nicht gestört. Ich freue mich. Herzlichen Glückwunsch noch einmal an euch und danke für die tolle Debatte. Ihr könnt euch jetzt ein bisschen entspannen und schaltet bitte jetzt eure Kameras aus. Als nächstes möchte ich vier neue Gesprächspartner zu einem kurzen Interview zuschalten. Enikő Zentner, ungarische Alumna aus 2019. Aus dem Gymnasium Eltetfehér Budapest. Also hallo, dann Gergely Varga, Projektlehrer in dem Tamási Gymnasium in Budapest. Marinus Fislager, Alumnus bei Jungdebattiert Deutschland. Und Zsófia Kis, die Ersatzkandidatin für das diesjährige Landesfinale aus dem Schiller-Gymnasium Pilisvörösvár. Enikő, wir haben letztes Jahr zusammen in dem Finale debattiert. Was hat sich für dich in den Alltag durch die Teilnahme bei Jugenddebatte verändert? Wo könntest du zum Beispiel die neuen Fähigkeiten in dem vergangenen Jahr benutzen? Also eigentlich ganz viel in meinem Leben hat eigentlich was anderes durch die JDI geändert. Und eben deswegen, weil mein ganzes Gedankenlicht deswegen geändert hatte. Ich denke jetzt eben ein bisschen auf einer kritischer Ebene. Ich denke, dass ich probiere immer, die Werte gegenüber einander zu stellen. Ich probiere immer, mehrere Seiten von einem Argument anzusehen. Und das würde ich mal vielleicht als Hauptgedanken zu dieser Frage benennen. Was bedeutet Ihnen die größte Herausforderung bei der Vorbereitung Ihrer Schüler? Und wie können Sie als Lehrer von diesem Wettbewerb profitieren? Ja, bei Jugend debattiert international ist das für mich das Wichtigste und Interessanteste ist, dass die Themen immer sehr facettenreich und sehr verschieden sind. Und es ist immer wieder schwer, alle Aspekte eines Themas zu erforschen und aus allen Blickwinkeln die Themen anzuschauen und sie untersuchen. Aber was die Schwierigkeiten sind, das sind dann auch die Vorteile dieses Projekts, weil ich als Lehrer lerne auch sehr viel über aktuelle Themen. Ich kann diese Themen auch in meinen Unterricht hineinfügen und man bleibt auch sozusagen up to date in der Welt, wo wir auch leben. Ja, danke schön. Ich bin damit voll einverstanden. Jofi, ich hätte noch eine Frage. Ihr hattet noch vor dem Halbfinale auch ein Online-Siegertraining. Wie hat es dir gefallen? Was habt ihr dort gemacht? Ja, also wir hatten ein Training am vorherigen Mittwoch. Das war sehr gut, weil wir konnten ein bisschen miteinander also treffen und wir konnten einige Infos über die anderen bekommen, wer sie sind, also ein bisschen kennenlernen. Und wir haben mit der Debatte, der Aufbau und mit einigen Teilen, wie man zum Beispiel gut eine Eröffnungsrede aufbauen kann, wie soll man anknüpfen. Also was die anderen sagen und darauf reagieren. Und wir haben auch mit den Schlussrunden uns beschäftigt. Und am Nachmittag haben wir auch eine Mini-Debatte gemacht, wo ich persönlich Contra 2 war. Und im Halbfinale war ich auch Contra 2. Also das war für mich persönlich ein sehr gutes Probe, wie man als Contra 2 deine
also wie man deine Aufgabe aussieht. Dankeschön. Marinus, wir haben noch ein bisschen Zeit, also ich hätte noch eine Frage. Was meinst du, was könnten zum Beispiel Politiker von Jugend debattiert lernen? Oh, das ist eine ganz spannende Frage. Ja, und der Gründungsmythos von Jugend debattiert ist ja auch, dass der Bundespräsident damals in Deutschland, Johannes Rau, gesagt hat, oh, die Debatten im Bundestag sind so schlecht, wir brauchen irgendwie ein Format, dass das an die Jugend herangetragen wird. Ich glaube, was halt ganz wichtig ist und ich glaube, was alle von Jugend debattiert lernen können, ist, dass es darum geht, Sachen miteinander auszuhandeln, dass es nicht darum geht, einen Monolog zu halten, dass es nicht darum geht, nur ein Statement vorzutragen, sondern wir zusammen wollen uns an einem Thema abarbeiten. Und es geht nur, wenn ich den Ball weitergebe und wenn ich zuhöre. Und es geht auch nur, wenn ich vorher geklärt habe, worüber wir eigentlich reden. Ja, und das habe ich oft das Gefühl, dass viele eher Diskussionen, mehr Diskussionen als Debatten stattfinden, wo Leute über ganz andere Dinge reden und das über Stunden tun können. Und deswegen sollte man sich, glaube ich, die Zeit nehmen, nochmal zu überlegen, worum geht es hier eigentlich, über welche Begriffe sprechen wir, haben wir das gleiche Verständnis davon? Und dann auch zu lernen, zu sagen, ah, okay, den Punkt sehe ich ein, wir sind uns hier einig. Oder ich würde sagen, ah, das ist ein Punkt, das ist so der Knackpunkt bei uns. Lass uns aber nochmal darüber reden, weil eine Debatte ja auch informieren soll. Und das, habe ich das Gefühl, machen Parlamentsdebatten oft nicht mehr. Ja, vielen Dank. Du hast uns viele interessante Dinge erzählt. Josie, könntest du uns sagen, wie deine Deutschkenntnisse zum Beispiel während der Jugenddebattiert-Projekt entwickeln konnten? Ja, also ich habe sehr viele Fachwörter kennengelernt in den verschiedenen Themen. Also es war sehr nützlich, weil ich möchte im November eine DSD-2-Prüfung in meiner Schule machen. Also dafür war es ein sehr gutes Übung. Also ich kenne jetzt viel mehr Wörter als bevor. Zum Beispiel gestern haben wir sehr, sehr viele Fachwörter im Thema Finanzwesen und Geld gelernt, weil wir das in der Schule noch nicht gelernt haben. Also es ist sehr gut, in Jugenddebattiert teilzunehmen, weil du kannst deine Fachwörter verbessern. Also Herr Varga, eine Frage wieder an Sie. Wie viele Schüler haben Sie schon bei JD unterrichtet, also so ungefähr, und wie sehen Sie Ihre Ausdauer? Sind Sie besser auch im normalen Unterricht? Ja, also zusammenzuzählen wäre es schwer, aber das sind jährlich zwischen 10, 15 Schüler und Schülerinnen, die bei uns in der Schule sich ausprobieren und an unseren Schulrunden teilnehmen. Und das kann man dann für die Jahre dann addieren, zusammenzählen. Aber es ist ganz eindeutig, dass diejenigen, die mehrere Runden bei Jugend debattiert mitmachen, sie sind sprachlich viel besser, auch während des Unterrichts. Und auch, wir haben auch DSD-2-Prüfung, das ist dann für sie auch viel leichter. Wir haben viele Auslandsprojekte in Deutschland und mit deutschen Organisationen. Und da sieht man auch, diejenigen, die mitmachen bei Jugend debattiert, die sind dann viel besser. Sie können einerseits sich viel besser ausdrücken, argumentieren, aber sie können auch die verschiedenen Themen viel besser aufarbeiten und aus mehreren Aspekten untersuchen. Und dann sieht man bei uns auch, dass
die, die wirklich gut bei Jugend debattiert waren, die haben auch die Möglichkeit, die ERD-Stipendien zu bekommen, in Deutschland zu studieren. Also ich glaube, Jugend debattiert lohnt sich überhaupt. Also ganz eindeutig. Ja, das ist eindeutig. und vielleicht unsere letzte Frage, Marinus. Du hast noch ohne Computer debattiert. Also du kennst diese Online-Debatten auch nicht. Wie wäre das für dich eine Online-Debatte gewesen? Und welche Schwierigkeiten siehst du darin? Ja, und da muss ich gleich vorweg sagen, ich hoffe, dass es auch bald wieder möglich ist, dass wir ohne Computer debattieren. Wer weiß, wann das sein wird. Aber ich bin froh, dass wir uns in die Augen schauen konnten, als wir debattiert haben. Ich bin froh, dass Gestik und Mimik klarer waren. Ich bin froh, dass wir uns keine Sorgen machen um die Internetverbindung. Ne? Und das sind alles so Sachen. Ich finde gut, dass es so Lösungen gibt. Aber es ist halt, es entspricht halt nicht dem, was wir leisten könnten. Und ich glaube, die Schwierigkeiten überwiegen ganz klar. Und deswegen hoffe ich, dass das bald wieder möglich ist. Vielleicht im nächsten Jahr sogar schon, wer weiß. Ja, wir hoffen auch, dass im Jahre 2021 schon alles wieder offline geht. Ja, danke schön noch einmal für das Gespräch. Die Jury ist wieder da. Sie haben sich inzwischen beraten. Ich bitte jetzt also die Juroren, ihre Rückmeldungen und auch das Endergebnis der Landesfinaldebatte mitzuteilen. Ich übergebe das Wort an die Juryvorsitzende. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Liebe Debattanten, erst einmal vielen Dank für die Debatte, die wir verfolgen durften. Es war auch für uns eine neue Erfahrung, online eine Debatte verfolgen zu dürfen. Ich darf die Gesamtrückmeldung geben. Wir haben eine Debatte gesehen, wo ihr sehr viele Aspekte besprochen habt. Ihr habt über Machbarkeit gesprochen, ihr habt über Finanzierbarkeit gesprochen, ihr habt die Risiken aufgezeigt, ihr habt die Chancen aufgezeigt, über die Risiken wie Kriminalität, Privatsphäre, Wahrung der Privatsphäre oder die Chancen auch angedeutet, die es für die Wirtschaft haben könnte. Das, was am Anfang sehr positiv klingt, nämlich diese vielen Aspekte, die ihr aufgezeigt habt, ist gleichzeitig auch ein Schwachpunkt eurer Debatte gewesen. Wir würden euch nämlich mit auf den Weg geben, doch noch stärker zu erklären, was das bedeutet, worin die Probleme bestehen und so die Debatte zu vertiefen. Aber vielen Dank für eure Debatte. Liebe Ella, vielen Dank für das Wort und ich gebe liebe Nora auf der Position Q1 eine Rückmeldung jetzt. Also Nora, vielen Dank für deinen Beitrag an der heutigen Online-Debatte. Es war sehr spannend und wir haben uns sehr gefreut zu hören, wie schön du dich in der Debatte ausgedrückt hast. Wir würden hervorheben, dass du sehr viele Aspekte in die Debatte mit sehr schöner Formulierung reingebracht hast, wie Verfügbarkeit, Kryptowaluten und Schwarzmarkt. Wir würden dir aber empfehlen, dass du darauf achtest, dass die Ausgeglichenheit der Debatte, die Ausgeglichenheit zwischen den Teilnehmern zu bestehen bleibt. Das geben wir dir mit auf den Weg und bedanken uns für deinen heutigen Beitrag. Ja, lieber Sandor, ich gebe dir die Rückmeldung für deine heutige Leistung. Und zwar möchte ich als erstes sehr positiv hervorheben, wie du deine Eröffnungsrede gestaltet hast. Du hast nämlich gezielte, prägnante Fragen gestellt, mit denen du versucht hast, etwas mehr Klarheit zu der Problemstellung zu verschaffen. Du hast dabei auch Beispiele genannt, hast dich zum Beispiel gefragt, was dann passiert, wenn zum Beispiel ein Postterminal nicht funktioniert oder wenn eine Internetverbindung nicht besteht oder nicht möglich ist. Was ist da zum Beispiel eine technische Lösung? Gleichzeitig möchte ich dir aber als einen kleinen Tipp mitgeben, achte vielleicht in der Zukunft darauf, dass diese Fragen auch in der freien Aussprache tatsächlich beantwortet werden. Dadurch steigert sich nämlich nochmal deine Überzeugungskraft. Außerdem wäre es gut,
gewesen, beziehungsweise wird es eigentlich vorteilhaft, wenn du einen Ich-Bezug herstellen würdest. Das Thema betrifft euch ja auch. Ihr kriegt zum Beispiel Taschengeld von euren Eltern. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wenn es kein Bargeld gibt, wird das irgendwie auf dein Handy geladen und dann kannst du mit deinem Handy bezahlen. Oder wie stellt man sich dann vor, wenn es um die Großeltern geht? Bargeldloses Bezahlen heißt ja nicht nur Bankkarte, es heißt auch Online-Banking, es heißt auch Smartphones, Computer. Und gerade in vielen Situationen kennen sich die älteren Generationen vielleicht weniger gut mit Technologie aus. Aber vielen Dank für deinen guten Beitrag. Liebe Sophie, ich gebe dir heute eine Rückmeldung. Du hast in der Position Pro 2 heute an der Debatte teilgenommen. Vielen Dank für deinen Beitrag. In der Eröffnungsrede ist es dir gut gelungen, auf die Fragen der Contra 1-Seite einzugehen und diese zu beantworten, zum Beispiel zur Funktion der Zahlungsterminals. Im weiteren Verlauf der Debatte warst du zurückhaltender. Deshalb hier ein Tipp für dich für die nachfolgenden Debatten. Du kannst versuchen, dich stärker einzubringen, indem du versuchst, im späteren Verlauf eigene Impulse zu setzen und dadurch die Debatte zu lenken. Vielen Dank für deinen Beitrag heute und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Lieber Mathe, heute gebe ich dir das Feedback. Was uns besonders gut in deiner Aussprache gefallen hat, war, dass du viele neue Argumente in die Debatte gebracht hast. Deine Argumente waren sehr tief und gut erklärt. Sie waren auch nachtragend. Du hast darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Maßnahme viele Probleme zum Beispiel für die älteren Menschen mit sich bringen würde. Du hast auch betont, dass das Problem der Anonymität, der Privatsphäre wichtig ist. Du hast auch gut an die bereits in der Debatte erwähnten Argumente angeknüpft. Du hast zum Beispiel gesagt, dass Schweden ein gutes Beispiel ist, aber die ungarische Gesellschaft nie so modern ist. Das alles hat uns gefallen. Ein kleiner Tipp für die Zukunft wäre, dass du direkter auf die Pro-Seite-Argumente antwortest und vielleicht manchmal auch mehr Statistiken erwähnst. Danke sehr für deinen Beitrag und ja, viel Erfolg auch in der Zukunft. Danke. Liebe Debattanten, ich darf jetzt die Reihenfolge der eure Reihenfolge in der Debatte bekannt geben. Ich möchte zu Beginn noch einmal betonen, dass es nicht leicht war, festzustellen, wer denn nun der Bessere war. Deshalb haben manchmal Kleinigkeiten entschieden. Und ich möchte deshalb auch gern begründen, warum wir uns für die Positionen entschieden haben. Aber erst einmal noch vielen Dank. Ihr seid die vier Besten von Ungarn und das ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Da solltet ihr stolz und könnt stolz darauf sein. Was das Ergebnis betrifft, im Landesfinale Ungarn Online 2020 möchte ich jetzt betonen. Auf Platz 4, eine Debatte lebt von Argumenten, vom Argumentenaustausch, vom Erklären. Das hat uns bei Sophie ein bisschen gefehlt. Und deshalb, Sophie, vielen Dank für die Debatte. Du bist du belegst den vierten Platz im Landesfinale Ungarn. Den Platz 3. Ich habe schon gesagt, dass eine Debatte von der Argumentation lebt. Argumentation heißt nicht nur Thesen und Behauptungen aufzustellen. Argumentation heißt, sehr gut und sehr genau zu erklären und zu begründen. Diese Erklärungen und die ausführlichen Begründungen der Thesen haben uns gefehlt und deshalb belegt den dritten Platz Nora.
Den zweiten Platz haben wir vergeben aufgrund der Argumente, die eingebracht wurden. Entscheidend war für uns die Gesprächsfähigkeit, weil der Debattant doch häufig oder meist auf die Argumente der Gegenseite eingegangen ist, sie widerlegt hat. Aber gefehlt hat uns die Umsetzung der Funktion der Kontraposition Kontra 1. Und deshalb geht der zweite Platz an Shandor. Und vielleicht für viele überraschend ist der Landessieger, das wissen wir jetzt, Marte, aber ich würde auch gerne bei Marte noch begründen, warum wir ihn auf Platz 1 sehen. Marte ist es gelungen, den Überblick in der Debatte zu behalten. Er hat nicht nur angeknüpft, sondern auch neue Dinge eingebracht, neue Argumente. Und Marte, dir ist es gelungen, sie auch zu erklären. Also nicht nur die Thesen einzubringen, sondern auch, was sich dahinter verbirgt. Und das war für uns auch entscheidend, unter anderem, warum wir dich als Landessieger Ungarn 2020 sehen. Herzlichen Glückwunsch an alle Debattanten und vielen Dank noch einmal. Wir hoffen, dass ihr die Freude am Debattieren mitnehmt und weiterhin ganz fleißig debattiert. Und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ja, die Jury hat also den Sieger des diesjährigen Jahrgangs von Jugend debattiert in Ungarn gekürt. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ich gratuliere dir, Marte, zum Sieg und natürlich allen anderen Teilnehmenden zur erfolgreichen und spannenden Debatte. Wir würden euch jetzt eine Urkunde übergeben, aber jetzt machen wir das virtuell und schicken wir sie später per Post. Und jetzt bleiben Sie bitte am Bildschirm und schalten Sie bitte die Kameras ein. Wir machen nämlich ein Gruppenfoto. Damit ist das Landesfinale Jugenddebattiert in Mittelost- und Südosteuropa in Budapest beendet. Ich wünsche noch einen schönen Tag und freue mich auf Wiedersehen, hoffentlich im Jahre 2021 wieder auf einer Präsenzveranstaltung. Bis zum nächsten Mal.